Wir bleiben ein bisschen indirekt beim Thema, wenden uns der islamischen Radikalisierung zu, hier in Deutschland aber. Es gibt eine Anlaufstelle für Eltern, Lehrer oder auch Freunde und Bekannte von Menschen, die sich islamisch radikalisieren oder schon radikalisiert haben. Und diese Anlaufstelle, die untersteht dem BAMF, also dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und die gibt es jetzt mittlerweile seit 5 Jahren. Und angesichts dieses 5-jährigen Bestehens ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute dorthin gegangen, um zusammen auch noch mit anderen beteiligten zivilgesellschaftlichen Initiativen diese Arbeit zu werten. Die Anschläge der letzten Zeit in Deutschland, aber auch in Europa haben gezeigt, dass wir nach wie vor im Fokus Ziel des internationalen Terrorismus geworden sind, namentlich auch durch den sogenannten Islamischen Staat. Dem muss der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat, mit aller Härte begegnen. Und das tun wir auch. Die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag haben gerade im letzten Jahr durch Verschärfung von Sicherheitsgesetzen hier sehr viel erreicht und den Sicherheitsbehörden zusätzliche Instrumente an die Hand gegeben. Und auch in Europa sind viele Maßnahmen beschlossen worden, die die harte Seite des Rechtsstaats zeigen, damit wir den Terrorismus bekämpfen. Nun wissen wir aber auch, dass alleine Repression, dass alleine Strafverfolgung nicht geeignet ist, um den Terrorismus zu bekämpfen. Dazu gehört natürlich auch die internationale Entwicklungsarbeit vor Ort, aber auch Präventionsarbeit in Deutschland. Wir wollen nicht, dass Jugendliche, dass Heranwachsende, dass Erwachsene, die hier leben, radikalisiert werden, dass sie durch Umstände welcher Art auch immer von salafistischen Szenen, von anderen dazu angestachelt werden, hier Anschläge zu begehen oder sich zu radikalisieren. Und deswegen ist Prävention, ist Vorbeugung, und das ist eine gemeinsame Position aller Innenminister in Deutschland und auch in der Europäischen Union, genauso wichtig wie Repression im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Prävention ist sehr schwierig, Prävention ist nicht so sichtbar. Prävention hat Erfolge und Misserfolge, aber ohne Prävention wird der Erfolg im Kampf gegen den internationalen Terrorismus nicht gelingen, wird dieser Erfolg nicht da sein. Die Bundesregierung hat vor 5 Jahren damit und als eines der ersten Länder in der Europäischen Union begonnen. Der Beginn war die Beratungsstelle Radikalisierung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Unter einer Hotline wurde eine anonyme Beratung angeboten, um Radikalisierung entgegenzuwirken. Das war ein kleiner, aber wichtiger Anfang. Um diese Beratungsstelle, um diese Hotline herum, hat sich gefördert durch den Bund ein Netzwerk Prävention ergeben. Und viele Bundesländer haben ähnliche Beratungsstrukturen inzwischen aufgebaut, sodass wir von einem Netzwerk Prävention in Deutschland sprechen können. Man kann fast sagen, es gibt eine flächendeckende Hilfe und eine flächendeckende Beratungsangebotssituation. Das reicht immer noch nicht aus, das muss verbessert werden, auch darüber haben wir heute gesprochen. Auch über dauerhaftere Finanzierungsstrukturen muss gesprochen werden, all das ist wahr. Aber dieses Netzwerk, das seit 5 Jahren arbeitet, hat sich sehr gut etabliert und leistet eine wichtige und überragende Arbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Berater und Beraterinnen haben eine sehr schwierige Position. Sie arbeiten mit Menschen oder Angehörigen zusammen in einer extremen Konfliktsituation, die sehr belastet sind. Manche werden verdächtigt, sozusagen auf der Seite der Strafverfolgungsbehörden zu stehen. Umgekehrt gibt es sicher Sicherheitsbehörden, die eine solche Beratungsarbeit kritisch beäugen. Und in dieser Mittlerposition einen Beratungsauftrag zu erfüllen, der von Radikalisierung wegführt, ist schwierig und verlangt höchsten Respekt. Ich habe ihn jedenfalls und habe ihn heute das auch mitgeteilt. Seit 2012
sind nur als ein Beispiel mehr als 3.400 Anrufe bei dieser Hotline eingegangen. Insgesamt wurden über 1.750 Hilfesuchende in Einzelfallberatungen betreut. Die wesentliche Aufgabe in der Vergangenheit war der Umgang mit Foreign Fighters, also mit Menschen, die aus Deutschland in Krisengebiete gehen oder gegangen sind, um dort an terroristischen Aktionen sich zu beteiligen und gegebenenfalls ausgebildet nach Deutschland zurückzukommen, um hier Anschläge zu begehen. Das bleibt eine wichtige Arbeit. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass die Radikalisierung auch bei Menschen einsetzt, gerade jungen Menschen einsetzt, die nicht die Absicht haben, ins Ausland zu reisen, sondern hier Anschläge zu begehen oder radikalisiert sich zu betätigen. Und als drittes Element ist der Arbeit ist hinzugekommen, die Arbeit mit Flüchtlingen. Wir wollen nicht, dass Salafisten oder andere in Flüchtlingseinrichtungen oder in anderer Weise auf Flüchtlinge zugehen, um sie dort so zu radikalisieren, dass von ihnen eine Gefahr für unsere Gesellschaft ausgeht. Wir haben deswegen auch gerade in diesem Monat ein neues Projekt gestartet. Wir ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit unserer Unterstützung, um Flüchtlinge und deren Umfeld noch gezielter beraten und unterstützen zu können. Wir stellen dazu noch einmal rund 650.000 Euro zur Verfügung. Ich glaube also, dass diese Beratungs- und Präventionsarbeit, die von diesen Beratern durchgeführt wird, in die Zivilgesellschaft hinein ein unentbehrlicher und wichtiger Beitrag ist für mehr Sicherheit in Deutschland und für einen besseren Zusammenhalt unseres Landes.